Also was ist denn das hier? Kaffee aus Plastikbechern. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Und damit begrüße ich nochmal. Herzlich willkommen zurück bei Goodbye Deponia. Ich habe es gestartet und habe tausendmal von vorne, also tausendmal das Durchmesser, weil Fraps kaputt ist. Aber jetzt haben ganz viele gemerkt, die Haunted zugeguckt haben, dass ich jetzt viel mehr mich orientiert habe. Also ich habe jetzt viel mehr rumgetestet und ich kapiere es jetzt. Also ich kann es jetzt besser. Man versteht mich jetzt ein bisschen durch mein Headset. Ja, sonst viele benutzen Headset, das ist halt gut. Und ich habe jetzt auch immer eine Uhr genau da und werde immer 15 Minuten und das wird jetzt auch bald. Ja, ich habe immer 15 Minuten Aufnahme und speichere. Ja, ich habe gelernt. Jetzt haben wir Kaffee und ein paar Gliedeschuhe. Ja, ich habe extra bis hierher durchgespielt, weil es schon wieder kaputt gegangen ist. Und, oh, den Brieföffner habe ich vergessen. Dafür. Wozu brauchst du denn jetzt einen Brieföffner? Na, um meine Post zu öffnen. Welche Post? Wie jetzt? Ich Post? Na. Himmel, ich bin so gestört, dass ich das süß finde. Ja, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, die Folge gesehen haben. Können wir raus, aber wir wollen ja erstmal zu Bett machen. Ich glaube, ich guck mich an. Ich guck mich um. Oh, ich kann wieder nicht reden. Ein Schrank. Ey, Klitmotte. Klitesmotten. Das ist doof. Zu Ihren Diensten? Was machen Sie denn da? Die Tür bewachen, Herr Inspektor. Aha, ach so, na gut. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nun ja, Sie könnten beiseite treten. Ich wollte mal auf dem Kreuzer nach dem Rechten sehen. Negativ. Der Amtmann hat angeordnet, dass alle Gäste in ihren Kabinen zu bleiben haben. Was? Aber... Bin ich denn überhaupt ein Gast? Ich meine, die sind ja durch den Auftrag von Kletus und Goal, oder? Was soll das? Warum versperren sie mir den Weg? Dann bleibe ich wohl hier lieber in meiner Kabine. Was? Was soll das? Warum versperren sie mir den Weg? Anordnung von Amtmann Argus. Er befürchtet, dass sich Eindringlinge unbefugten Zutritt zum Kreuzer verschafft haben. Eindringlinge? Unfassbar. Oh, keine Sorge. Die werden wir schon kriegen. Und wenn wir dafür jede Kabine einzeln durchsuchen müssen. Sagten Sie eben, Sie suchen nach Eindringlinge? Wollen Sie etwa auch unsere Kabine durchsuchen? Das wäre ja, toll. Ich bestehe darauf, aus der Kabine gelassen zu werden. Sonst bestelle ich mir Käsekuchen mit Zuckerguss. Das würde ich auf keinen Fall mal essen. Nein, das will ich nicht essen. Dann... Sagten Sie eben, Sie suchen nach Eindringlingen? Das ist doch lächerlich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Im schlimmsten Fall handelt es sich um deponianische Rebellen. Lästig, aber harmlos. Also keine Sorge, Herr Inspektor. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Und solange Sie in Ihrer Kabine bleiben, sind Sie in Sicherheit. Wollen Sie etwa auch unsere Kabine durchsuchen? Wieso? Haben Sie irgendwas zu verbergen? Was denn ich? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Und da ist er schon weg. Ja, okay, wir kommen sowieso nicht raus. Irgendwas können wir da machen. Nee, zugeschraubt. Ich mag Ölgerät. Das machen immer alle bei den Adventures. Das finde ich irgendwie richtig cool. Okay, dann machen wir uns mal für das Bett bereit. Ich habe die Folgen übrigens mir nochmal angeguckt, die ich gemacht habe. Und ja, ich bin sehr verdreht im Kopf. Das Bett sieht sehr geil aus. Ich will auch so ein Bett haben. Und, oh Gott, Rufus. Ich will nur sagen, das Spiel ist ab 6, aber als ich im Internet nachgeguckt habe, war es ab 12. Dann habe ich gesagt, hä? Warum 12? Jetzt verstehe ich, warum es ab 12 ist. Das sind sehr viele Andeutungen. So, ja, zu Bett gehen. Oh Junge, das wird der Hammer. Dann gehen wir rein. Ui! Oh Gott! Oh Goal! Das Bett ist bereitet.
Da brauchst du gar nicht so zu flöten. Wir werden einfach nur schlafen. Kapiert? Das hast du schon mal gesagt. Ja, aber du hast mir nicht zugehört. Und deine Hose bleibt gefälligst auch an, verstanden? Und sei es nur wegen der Überwachungskameras. Überwachungskameras? Du meinst, wir werden hier gefilmt? Und das guckt sich dann einer an? Vielleicht nicht gerade jetzt in diesem Augenblick, aber ich bin mir sicher, dass sie alles aufzeichnen und regelmäßig das Material sichten. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn ich mein Kostüm ausgezogen hätte, ne? Ja, das würde alles ruinieren. Es sei denn, jemand würde rechtzeitig in den Computerkern eindringen und die Aufzeichnung vorher löschen, richtig? Willst du mir irgendwas sagen, Rufus? Nein, nein, schreib du nur in Ruhe deinen Bericht zu Ende. Und ich mache irgendwas Angemessenes. Also nicht sowas wie in den Computerkern eindringen oder so. Ganz im Gegenteil. Ich mache eher was Langweiliges. Sowas, wo du keinen Verdacht schöpfst. Ja, natürlich. Super, da ist schon wieder das Problem. Also ernsthaft, da denkt man, man hat es endlich mal geschafft und es geht glatt. Und dann sagt Rufus einfach, ich bin Rufus. Ja, dann sitzt irgendwie... Können wir was mit dem Bett machen? Ja, das Bett mitnehmen. Oder irgendwo aufstellen. Lattenrost. Billig! Naja, es ist ein bisschen billig. Kaffeeautomat. Die Schublade. Ich habe das Spiel ja schon mal durchgespielt. Also, irgendwie weiß ich schon noch, was da war. Es war irgendwie was mit denen, dass wir... versuchen wir das mal zu öffnen. Na, das könnte funktionieren. Dass sie denn hoffentlich deine Skills behalten oder irgendwie sowas. Nee, das war Harvey's Augen oder sowas. Ach, diese Skills. Aua! Ende der Fahnenstange. Das, wow! Wo bin ich denn hier gelandet? Das muss der Computerkern sein. Hm, geile Location. Da lassen sich bestimmt prima Partys feiern. Das denkt, glaube ich, jeder, weil es hier schon so aussieht. Fußmatte. Terminals. Computerkern. Da ist er. Wir müssen ihn mit ganz viel Dynamit sprengen. Also wir brauchen Dynamit. Und ein Feuerzeug. Und dann überall das Dynamit. Und dann eine Zunde. So ein Seil, das bis hierher geht. Und dann... Nee, bis hier durch. Und dann... Brauchen wir Feuerzeug und zünden das an, dann geht's hier so durch. Machen am besten hier noch ein Herzchen, wo Gold draufsteht. Und dann geht's hier lang und dann. Ja, und dann ist der Organon kaputt. Wir können nicht mehr zu Narulisum und das Spiel ist dabei. Ja, das geht auch. Dann haben wir auch die Polia vielleicht gesprengt oder. Nein, ich glaube eher, wir haben den Computer kein kaputt und uns getötet. Ja, das ist doch mal was. Okay, ich bin dafür. Schreibt es in den Kommentaren, ob ihr dafür wärt. Nein, das wärt ihr natürlich nicht, weil dann wär's vorbei. Der sieht irgendwie sehr verwüstet aus. Denkt ihr vielleicht, dass wir Eindringlinge haben? Hallo? Aber die Überwachungsvideos müssen sie doch nicht nochmal durchgucken, oder? Keine Sorge, wir werden alles tun, was nötig ist, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Was die Videos aus unserer Kabine ja nicht mit einschließt, richtig? Falsch, aber keine Sorge, Herr Inspektor. Der Inhalt dieser Videos wird sehr diskret behandelt. Und wenn es stimmt, was man sich hier so über ihre letzten Aufnahmen erzählt, gibt es eh keine erwähnenswerten Höhepunkte. Was war denn bitte dort zu sehen? Oh Gott. Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, wenn Sie nichts dagegen haben. Trage ich heute mal Perlweiß oder lieber Schneeweiß? Also wirklich, für jemanden, der immer denselben Anzug trägt, ist dieser riesige Schrank reichlich übertrieben. Da könnten ja glatt 3 Zwerge Handstand drin machen, was etwa 1,8 Menschen wären, also 1,2 Bosos. War das nicht mit den Schuhen, Andy?
Sieht geil aus. Ein weniger scharfsinniger Beobachter als ich könnte jetzt glatt auf die Idee kommen, dass sich da jemand im Schrank versteckte. Was im Grunde auf jeden zutrifft. Es dürfte also ein leichtes sein, ein Opfer für meinen kleinen Streich zu finden. Hm, aber wo? Ah! Ah, hab ich einen Schreck gekriegt. Sind ja nur die Schuhe. Ja, also man denkt ja, das wäre jemand im Schrank. Wir haben Kaffee, einen Brief und einen Lapros. Was auch total logisch ist, denn das ist das Bett und das ist seine Büchse. Und ein riesen Lattenross ist nicht so groß wie eine Tafel Schokolade. Hm? Logik, so viel. Zu Ihren Diensten? Ja, hallo, ich hätte gerne einen Kaffee. Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Aha, das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Hm? Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zu... Also, wir müssen diesen Typen irgendwie verscheuchen. Und er denkt, dass wir irgendwas verheimlichen. Da, also, er fragt sich jetzt, wie er auch hier reinkommen könnte. Da wäre nur das... diese Öffnung, aber... Das kann man bestimmt als Leiter. Leiter? Ja, jetzt haben wir so eine Leiter. Müsste eigentlich funktionieren, oder? Zu Ihren Diensten? Ja, Kaffee... Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Aha, das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Na, was? Hm? Doch nicht. Oh. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Aber was ist das? Da ist doch jemand durch den Klimaschacht ausgerissen. Nee. Hallo? Ist da wer? Halli, hallo, hallöle. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns, ob er irgendwas sehen kann. Was habe ich gerade gesagt? Ich kann nicht reden.